1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, lieber Uli. Ja, liebe Herz, Seele, Ball-Zuschauer, das war nicht geübt, das war komplett spontan. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, ihr seht es ist kurz vor 7:30. Ich bin in Berlin, Potsdamer Straße. Das ist jetzt nicht unbedingt der allerschönste Teil von Berlin. Ich bin aber auch nicht hier, um Sightseeing zu machen, sondern um morgen hier zu arbeiten. Ich wirke an einer Doku mit über Graziano Rocchigiani. Darüber berichte ich morgen. Jetzt, ja, die Straßen sind noch voll. Oh, Leute strecken Stühle durch die Gegend. Deutschland spielt gleich. Und ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Ich gehe jetzt noch ganz schnell in eines dieser Spezialitätenlokale da drüben. Einfach, billig, effektiv. Und dann geht es zurück in das Hotel Lindemann, wo ich untergebracht bin. Hab noch eine halbe Stunde Zeit zu essen, zu trinken. Aber in das Veganland gehe ich garantiert nicht. Also, mein Tipp, Deutschland kommt weiter, wie auch immer. So, vor dem Deutschlandspiel, Spezialitätenrestaurant. Ich habe mich für einen Hähnchenspieß entschieden und natürlich eine original türkische Limonade. Also das wird die Kost sein, die ich zu mir nehme, bevor ich dann schnell zurück ins Hotel eile. So, Herz, Seele, Ball, Freunde. Deutschland, Deutschland, Deutschland ist raus. Was für eine Enttäuschung, was für eine Blamage. Es gibt kein anderes Wort dafür, auch wenn Hansi Flick das gerade versucht hat, nochmal irgendwie zu erklären. Oliver Bierhoff hat es versucht zu erklären, beziehungsweise sie werden es in den nächsten Tagen ausführlich analysieren. Beide haben gesagt, sie würden gerne weiterarbeiten in ihren Funktionen. Ich kann das verstehen. Ich kann aber auch verstehen, dass die Öffentlichkeit jetzt vielleicht doch mal andere Führungspersönlichkeiten haben möchte. Ich meine jetzt in erster Linie nicht Hans-Dieter Flick, sondern tatsächlich Oliver Bierhoff. Es tut mir leid, Olli, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, aber es ist wirklich an der Zeit, dass man dann nach 18 Jahren auch diese Position einmal verändert, vielleicht andere Ideen, andere Gedanken einfließen lässt. Eins muss ich sagen, Thomas Müller hat sich wunderbar verabschiedet. Es wird sein letztes Länderspiel gewesen sein. Da hat er schöne Worte gefunden, hat sich bedankt bei den Fans. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt gilt es für Deutschland grundsätzlich und generell, ja, irgendwie neu anzufangen. Wir sind keine Turniermannschaft mehr. Wir sind keine Weltklasse mehr. Das müssen wir begreifen. Schwer für deutsche Fußballfans. Schweinsteiger heute im Fernsehen dann endlich mit Klartext. Und ich bin sehr stolz darauf, meine Fernsehtochter Esther macht da einen super, super, super Job, wie sie heute die Interviews auch nach dem Spiel gemacht hat. Großartig, es hat eine Umfrage gegeben. Ich glaube, gestern nach den besten Leuten vor der Kamera. Esther hat da sensationell gut abgeschnitten. Ich bin stolz darauf, weil sie hat das Laufen im Fernsehen auch ein Stück weit bei mir gelernt. Also insofern freue ich mich darüber. Ja, Spanien hat das nicht mit Absicht gemacht, wer das jetzt unterstellt, das ist lachhaft. Ob der Ball der Japaner vor dem 2:1 im Aus war oder nicht, da jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien an den Tag zu legen, auch Unsinn. So, jetzt lasst sie mal nach Hause kommen und dann werden wir das alles verarbeiten. Ich bin sowieso keiner, der draufhaut. Es war eine große Blamage. Es war eine Enttäuschung. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Wir schauen weiter die Weltmeisterschaft und hoffen auf gute Spiele. Das ist jetzt mal so mein Tenor. Und die ganz große Betroffenheit ist auch raus. Und jetzt kann es ja jeder boykottieren, wenn er will. Sehr einfach. Wir sehen uns. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.